bin die Beste. Alter, wer bist du und was machst du in meinem Video hier? Schinken. Oh, okay, das geht in Ordnung. Ich bin die bessere Hälfte Seite von Julien. Dreimal Ausrufezeichen. Also wenn jemand die bessere Hälfte Seite ist, dann hat er meinen Respekt verdient. Einmal Applaus bitte dafür. Nein, Spaß, es kriegt keinen Applaus, es kriegt einen Facepalm. Kleine Info vorab. Diese Kommentare entstanden alle, als Julien für tot geglaubt wurde, obwohl er nur verreist war. Boah, du Hurensohn, wann machst du Video? Alter, ich fick dich, Mann. Aber hey, warum die Dummheit fertig machen? Zerfleischen wir uns einfach gegenseitig. Oh mein Gott, ist das traurig. Hat der ist geil. Ich meine, sag 3056, du nutzloses Stück Dreck. Was mischst du dich ein? Fragezeichen. Hader, du Spaß. Ich hab auch hingemeint, du Pedo. Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Und extra für euch beide gibt es einen Facepalm mit mehreren schwarzen Kästen drum. OMG. Facebook.com/Ciao-Gruppe. Liken. Egal was ich sage, die Serie Little Britain wird mich sowieso übertreffen. Clip ab. Computer sagt nein. OMG, Julien ist tot. Alter, machst du jetzt mal weiter? Ist das nicht total geil? Ein Leben ohne Julien, das ist das Beste, was uns jemals passiert ist. Also du sagst, es ist geil, dass Julien tot ist. Das heißt, du findest es geil, wenn jemand tot ist. Das heißt, du stehst auf totem Mensch. Nächster Kommentar, bitte. Hey, ihr Lappen, ich bin euer Julien. Ich bin zurück und hätte Bock, mir einen Glückwunsch-Account zu machen, auf dem ich eine Seelsorge hochgeladen habe. Eine Klammer, die müsst ihr auch was davon haben. Strichpunkt, Minus, Klammer zu, Klammer zu, Komma, in der ich über die meiner Meinung nach richtige Qualifikation von Maxim Neus spreche. Komma, schaut vorbei, Punkt, Doppelpunkt, Strich, Klammer zu. Okay, Julien hat Google Plus Account und der hat nicht mit seinem Account gepostet, weil bestimmt Einlog-Probleme hat und so. Bei Facebook und so kann er sich auch nicht einloggen und kommunizieren. Passiert. Ist bestimmt richtig. Und wenn ich mir vorstelle, dass da wirklich irgendjemand drauf reingefallen ist. Nein, sag bitte nicht, dass jemand da drauf reingefallen ist. /watch-v ist gleich. Du willst mir jetzt nicht diesen Kacklink vorlesen. Willst du dich mit dem Schinken anlegen? Okay, wir kommen alle wieder runter und du darfst es vorlesen. /watch-v ist gleich CALUJZMLBTY. Schaut euch das an, Ausrufezeichen. Dass es ein Julians Blog ist, der nicht zugelassen wurde, weil die anderen chancenlos gewesen wären. Soll ich jetzt auf diesen Link klicken und nachschauen, weil es mich sowieso einfach nur gar nicht interessiert? Fragen wir doch den Computer. Computer sagt nein. Julien ist vom Auto überfallen worden, deswegen kommen keine neuen Witze mehr. Nur doof, dass er vorhin auf FB gepostet hat, dass er back ist. Doppelpunkt D. Vier Worte. You fail hard, bro. Nee, das wird sich nicht schlecht, Mann. Ich finde deine Videos schlecht. Dreimal Ausrufezeichen. Wow, wer hat diese gruselige Stimme da eingefügt? Warst du das etwa? Nein. Das muss ich kurz notieren. Wissen Sie, wer es dann gewesen sein könnte? Nein. Wer war es denn dann? Ja? Man weiß es nicht. Ich verkaufe meinen YouTube-Account hier. Plus 15.000 Aufrufe, plus 2.500 Abonnenten. Für 800 MSP, bei Interesse, mich anschreiben. Was lächerlich, wir wollen so einen schlechten Kanal haben. Dann verkaufe ich lieber meinen Kanal. Ich habe unglaubliche 27.000 Videoaufrufe und sagenhafte 22.000 Abonnenten und ich verkaufe es für 2,5 Millionen Euro. Bei Interesse bitte melden, danke. Ja, also Julien, um es ganz klar auszudrücken, du bist ein Opfer. Ausrufezeichen, hoch 17. Ich weiß ja nicht, ob du es gescheckt hast, aber auf YouTube macht dich kein halbwegs normaler Mensch. Nur die, die leider auf dein Niveau herabgedungen sind und die tun mir echt leid. Arschloch. Für diese unglaublich sachliche und sehr gut argumentierte Ausführung gibt's einmal einen Applaus. Und danach zeige ich die Antwort, die ich eigentlich gegeben hätte, aber jemand war schneller als ich.
Lappen. 280.000 Abos und keine Marke. Yeah. Hast voll recht, Brüder, das ist schön. Ich leg noch einen Duden drauf, damit wären es schon zwei für die. Hab ich da wirklich gerade einen Diss gelesen, wo ein Duden drin vorkam? Ich zeig euch jetzt mal, wie ich innerlich gerade fühle. Ah, wie geil, Slash Watch. Wenn du diesen Ding jetzt vorliest, dann schmeiß ich dich wirklich raus. Vater V ist nicht den ZZAYULDLQ. Rafu! Gefasste Vögelsirz. Bösberüttetk. Mach mal eine Rap-Analyse von Battleboy Basti. Bitte. Nein. Ein komplett neues, erschreckendes und gruseliges YouTube-Konzept. Videos und Dokus, die uns nachts in den Schlaf rauben. Nur hier bei Television Mystery. Abonnieren lohnt sich, weil wöchentliche Updates. Danke, dass mich endlich mal jemand versteht. Das habe ich auch immer. Ich gehe unter irgendein Video und lese Kommentare, die mir nachts den Schlaf rauben, weil ich dauerhaft den Duden gegen meinen Kopf klatschen muss. Und jetzt, wo es mir auffällt, dieser Kommentar gehört ja auch dazu. Dann weiß ich, was jetzt zu tun ist.